Mein Name ist Jürgen Schwendt. Ich bin Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie hier am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Insbesondere haben wir ein großes Programm für die operative Uro-Onkologie und die medikamentöse Tumortherapie. Das heißt, beides wird im Kontext miteinander verwoben und bearbeitet. Und dazu gehört natürlich auch die gesamte Diagnostik im uro-onkologischen Bereich, beispielsweise auch die Prostatabiopsie und die Diagnostik im Sinne einer vorherigen MRT, sodass wir heute in großem Stil eben auch die MRT-Fusionsbiopsie durchführen. Die Ultraschalldiagnostik ist ein zentraler Bereich in der gesamten Urologie. Seit vielen Dekaden, seit Beginn der Ultraschallverfügbarkeit, setzen wir Ultraschall ein. Und das hat sich natürlich über die Jahre mehr und mehr verfestigt und entwickelt. Und heute haben wir erstens natürlich ganz viele verschiedene Modalitäten, also sprich den klassischen Ultraschall des Abdomens, aber auch Ultraschall der Organe wie Hoden und insbesondere natürlich den transkavitären Ultraschall, hier zu nennen die transrektale Sonographie, die wir heute eben einsetzen, einmal zur Diagnostik, also wir messen, wie groß ist die Prostata, wir suchen nach Auffälligkeiten, die die Prostata oder die Harnblase betreffen. Im Bereich der Sonographie der Nieren ist es natürlich vor allem Raumforderung der Nieren, Harnstauung. Und da arbeiten wir eng zusammen mit unserer Abteilung von Nephrologie, machen hier auch sehr viel Kontrastmittel-Ultraschall. Und dann hat sich natürlich die transrektale Sonographie entwickelt, um insbesondere dazu zu dienen, dass wir gezielt biopsieren können. Denn heutzutage ist eben die transrektale bzw. heute eher die perineale Biopsie der Prostata das, was wir einsetzen seit vielen Jahren, um Prostatakarzinome zu diagnostizieren.